Wir sind gerade in der 8. und wir machen Übungen zur Berechnung von Volumina und so weiter und so fort. Folgende Aufgabe, ich werde die Aufgabe mal jetzt vorlesen, allerdings dauert das für das Video zu lange. Ich mache jetzt mal hier kurz Pause und dann schreiben wir das entsprechende raus. Wenn man den ersten Satz, ein Müllauto komprimiert, den aufgesammelten Müll, um Volumen zu sparen, auf ein Drittel seines Ausgangsvolumens. Wenn man diesen Satz in Kurzform fassen will, könnte ich es schreiben als V Müll, so wie er da liegt, unkomprimiert, ist dreimal so groß wie das, was im Auto drin ist. Oder V im Auto ist ein Drittel von V Müll. Typisch, das macht man auch gerne in der Physik so, dass man sagt, das Ausgangsvolumen zum Zeitpunkt 0, wo gar nichts passiert ist, schreibt man als V0. Und dann der nächste Zustand, also der nächstbeste, ist dann V1 logischerweise. Und jetzt schreibe ich also, V0 ist dreimal so groß wie V1. Oder ich schreibe es umgekehrt, indem ich sage, V1 ist nur noch ein Drittel, ist nur noch ein Drittel von V0. Also das hier wäre die ausführlichere Variante, das machen Programmierer gerne so, dass sie die Variablen entsprechend mit ihren richtigen Namen so bezeichnen, das macht man beim Programmieren wirklich so. Oder wenn man Physiker ist oder Mathematiker, sagt man, der Urzustand ist der, wo noch nichts passiert ist und der Müll liegt eben unkomprimiert und zusammengedrückt rum und ist demzufolge dreimal so groß wie dann im nächsten Zustand. Es könnte ja noch eine Komprimationsstufe geben, wo ich dann sage, und das ist nochmal zweimal so schlimm wie V2 oder sowas. Ne? So, also das ist eine Idee, wie man sowas ganz kurz fassen kann. Wir werden uns ab jetzt dann hiermit beschäftigen und lassen das hier vorne weg. Also das ist ja nett, aber das ist für die Programmierer. Aber es ist nicht verboten, das so zu schreiben. Bloß dann muss man später viel schreiben und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Der nächste Satz. Wenn das Auto die Hälfte seiner Kapazität eingesammelt und komprimiert hat, befinden sich im Auto 18 Kubikmeter Müll. Das müssen wir mal umsetzen. Nochmal. Das jetzt zu schreiben wäre ein bisschen verrückt. Ich würde einen Satz weiterlesen, wenn man davon ausgeht, dass der quaderförmige Innenraum 2 Meter breit und 3 Meter hoch ist. Ach na, dann ist gut. Das machen wir dann als Skizze und sagen, Quader kann jeder Blödmann malen, sogar ich. Und malen uns einen quaderförmigen Innenraum. Und der ist ja 2 Meter breit und 3 Meter hoch. Und jetzt kommt das mit der Hälfte. Und dann tue ich eben eine Hälfte davon weg und schreibe hier 18 Kubikmeter hin. So, und dann kann ich das hier noch schraffieren, dann fällt mir das besser auf später. Und dann weiß ich, aha, das ist schon der komprimierte Müll. Frage? Weiter geht's. Und, also wenn man davon ausgeht, dass der quaderförmige Innenraum 2 Meter breit und 3 Meter hoch ist, verbleiben die Fragen, wie lang der Innenraum insgesamt ist. Okay, das malen wir ran. Jetzt haben wir das rangemalt, ne? Das wäre dann die Gesamtlänge. Die wollen ja wissen, wie lang das ganze Ding ist. Und die Hälfte von der Länge, die ist schon für die 18 Kubikmeter aufgenommen. Das ganze Ding gibt es auch im Physikbuch unter dem Thema Dichte. Könnt ihr mal nachschauen. So, verbleiben also die Fragen, wie lang der Innenraum insgesamt ist und wie viel unkomprimierter Müll eingesammelt werden kann. Also, gesucht ist L und, tja, das echte V0. Nämlich unkomprimiert. Ich schreibe es mal mit dran. Also nicht komprimiert. Komprimiert. So. Also, ich habe die Formel von oben genommen. Die. Und V0, also der Ausgangspunkt, da muss ich das Doppelte nehmen. Das sind ja 36 Kubikmeter. Dann mal die Länge. Mal die Breite, mal die Höhe. Dann habe ich das halt umgestellt und ausgerechnet. Und da kam dann 6 Meter raus. Also ist die Länge 6 Meter. Dann sollte ich das Volumen, das Ausgangsvolumen ausrechnen.
da habe ich dann wieder die Formel von oben genommen und mal 2 genommen. Da, ja. Weil das wieder das Doppelte sein muss. Warum? Weil wir ja da oben erst die Hälfte hatten, die 18. Ach. Ja, haben wir ausgerechnet und da kam dann 108 Kubikmeter raus. Eine andere Herangehensweise wäre, dass ich sage, ich schnapp mir hier erstmal diesen halben Quader und von dem weiß ich ein paar Sachen und da kann ich dann sagen, naja, das wäre, also es wäre ein anderer möglicher Ansatz, dass ich sage, das Ding hier, würfelähnlich, nicht Würfel sagen, weil 3 Meter und 2 Meter spricht ja schon gegen einen Würfel, hat ein Volumen von 18 Kubikmeter. Okay, ich weiß, dass V gleich Grundfläche und die Grundfläche ist ja hier Länge. Allerdings war das L halbe, ne? Wenn man es korrekt sieht. Von der richtigen L die halbe ist in diesem Fall L halbe mal 2 Meter mal 3 Meter. Und V weiß ich, also sage ich, okay, kann ich hier schon 18 Kubikmeter hinschreiben. Und stell dann um und krieg das dann auch raus. Muss dann nochmal 2 nehmen und dann klappt das auch. Na, so kann man auch vorgehen. Dass ich mir also erst den gefüllten schnappe und sage, na, wenn der schon gefüllt ist, dann ist schon klar, was sonst noch passierte. Dann muss das Doppelte eben 36 Kubikmeter sein und demzufolge die Länge, die kriege ich hier schon original raus. Wenn ich hier L halbe nehme. Wenn ich hier eine andere Bezeichnung nehme, muss ich mir darüber klar sein, dass ich dann erst 3 Meter rauskriege als die Hälfte von dem, was wirklich die Gesamtlänge ausmacht. Und das andere ist relativ leicht, wenn ich nämlich sage, das unkomprimierte Volumen ist dreimal so groß wie das echte Volumen. Das echte Volumen ist aber 36 Kubikmeter. Also muss ich sagen, meine 18 Kubikmeter mal 2, ne, daher, das ist 18 Kubikmeter mal 2. Oder ich schreibe gleich 36 Kubikmeter hin, dann komme ich auch auf dieses Volumen. Okay, bis dahin. Wer Schwierigkeiten hat mit V0 und V1, der macht es doch einfach so. Der sagt, ich nehme dann eben doch diese Programmiersprache und sage, V im Auto ist ein Drittel von dem, was V0 ist. 36 Kubikmeter, das ist nämlich das, was in die Mühle reinpasst, ist ein Drittel von dem Müll, der draußen rumliegt. So, und wenn ich das jetzt, also ein Drittel mal V0, wie komme ich 1 mal V0 durch 3? Mal 3 nehmen, 36 mal 3 ist 108, Kubikmeter ist gleich Formel. Auch dann geht's. Ne? Kann man auch mit der Formel machen, kann man genauso lösen. Wir kommen zur nächsten Aufgabe, wir probieren mal was aus. Und zwar, ein Bagger hat eine Schaufel mit halbkreisförmigen Außenseiten. Das müssen wir erstmal irgendwie festhalten. Wir müssen mal eine Baggerschaufel malen mit halbkreisförmigen Außenseiten. So, also ein Bagger hat eine Schaufel mit halbkreisförmigen Außenseiten. Die Schaufel, welche 1,8 Meter breit ist. Und eine Öffnung von 0,6 Metern. Das ist die Öffnung. Soweit ist er geöffnet. Mal zum Thema Physik. Wenn ich ein Fernrohr habe, dann lässt das ja mehr Licht durch, das Fernrohr, je größer hier vorne die Eintrittslinse, das Objektiv ist. Dazu sagt man auch Öffnung. Also wie groß ist der Durchmesser, dazu sagt man auch Öffnung. Das nebenbei. Na gut. Die Frage ist, wie viel kann die Schaufel fassen? Moment, jetzt bin ich im Text verrutscht. Wie viel kann die Schaufel fassen, wenn man von gestrichenem Maß ausgeht? Bloß mal nebenbei, wenn ich einen Löffel habe, und da habe ich einen Haufen drauf, dann ist das nicht gestrichen, sondern man streicht den dann glatt mit dem Messer drüber. Dann habe ich also ein echt von der Seite gesehen. Ja, von der Seite sieht der Löffel dann so aus. Hier haben wir einen Stiel und dann habe ich hier nicht den Haufen drauf, sondern hier ist gestrichen. Also gestrichen Maß ausgeht. Mit anderen Worten, wir suchen, was suchen wir? Wir suchen also das echte Volumen, das echte. Also gestrichen heißt das richtige Volumen der Baggerschaufel. Jetzt müssen wir natürlich vorher was überlegen, aber das ist jetzt wieder eure Sache. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr daran geht. Genau, wir suchen das V hier. Das, was wir suchen, ist
die Hälfte eines Zylindervolumens. Zylinder sieht so aus, wissen wir alle. Und wenn ich den halbiere, also hier einen Schnitt durchmache, dann kommen wir unserer Baggerschaufel schon wieder näher. Na, dann bleibt das hier außen weg und es geht hier um dieses Ding. Das ist es hier. Jetzt bloß hochkant gestellt. Genau. So, und ran geht's. Jetzt schnell mal im Tafelwerk nachgeschaut, heißt das, also Volumen eines Zylinders ist ja grundsätzlich Grundfläche mal Körperhöhe und die Grundfläche ist aber ein Kreis und ein Kreis, also A eines Kreises, Pi mal R Quadrat, so geht das. Oder Pi Viertel D Quadrat, ich nehme mal jetzt die einfache. Also zuerst habe ich G ausgerechnet, indem ich den Flächeninhalt von dem Kreis ausgerechnet habe. Das ist Pi mal Radius zum Quadrat. Und das ist halt 3,14 mal in Klammern 0,3 Meter zum Quadrat. Da kommt dann halt 0,282 Meter zum Quadrat raus. Und dann muss ich noch vom Zylinder erstmal das Volumen errechnen. Das mache ich mit G mal K, mit G mal der Höhe, also 0,282 Meter zum Quadrat mal 1,8 Meter. Da kommt der 0,508 Meter Kubikmeter raus. Dann errechne ich noch das Volumen also das richtige Volumen. Und das ist 0,254 Kubikmeter, weil es die Hälfte von dem Zylinder ist. Wunderschön. Naja, man muss sich vorstellen, wir wohnen hier knapp unterm Dach und oben ist alles voller Taumel. Eine Knobelaufgabe, und zwar, Karl hat einen 3000 mm langen Strick. Paul hat einen, welcher 40 Dezimeter lang ist. Schreib das mal auf. Und zwar, es geht weiter. Also die beiden haben je einen entsprechend langen Strick. Und sie wollen diese Stricke genau im rechten Winkel ausgestreckt auf einem geteerten Parkplatz hinlegen. Nur ein Stück Kreide steht ihnen noch zur Verfügung. Erläutere mittels Skizzen die Vorgehensweise der beiden und beweise mit einfacher Berechnung, dass das möglich ist. Es kamen nicht alle drauf, das ist kein Problem. Wir brauchen erst eine 5-Meter-Linie. Ich kann keine 3-4-5-Regel hiermit anfangen. Aber der Trick war, ich lege Kalles Seil aus. Ich wollte eine andere Farbe nehmen. Ich lege Kalles Seil mit 3 Metern aus. Und ich lege von Paul das zusammengefaltete Seil mit 2 Metern dadurch aus. Und jetzt habe ich meine 5 Meter. Das ist der Trick. Damit fange ich an. Also 5 Meter. Und jetzt geht's los. Jetzt nehme ich Kalles Seil und mach hier einen Kreisbogen. Der eine hält fest, der andere nimmt das Ende von Kalles Seil, nimmt die Kreide, macht einen Kreisbogen. Und jetzt nehme ich das ganze Seil von Paul, nämlich die 4 Meter, und halte wieder fest und mache einen Kreisbogen. Und jetzt kann ich davon ausgehen, dass mein entstandenes Dreieck wirklich ganz sicher ein rechtwinkliges ist. Jetzt kommt die Begründung. Warum? Ganz einfach, weil 5 Meter in Klammern zum Quadrat gleich 3 Meter in Klammern zum Quadrat plus 2 Meter in Klammern zum Quadrat sind. Wenn ich das ausmietzle, habe ich hier 25 Quadratmeter, hier 9, geht gleich weiter, Quadratmeter plus, was habe ich gesagt? Ey Quatsch, hier hinten kommt eine 4 hin. Ich habe ja das ganze Seil ausgestreckt. Und hier habe ich dann 16 Quadratmeter und dann stimmt das wieder, ne? Kleiner Moment, hier gibt es Fragen. So, das war eine Knobelaufgabe. Für die 8. Klasse war ich geknobelt. Ich erinnere an den Film Stopp langsam. Da mussten die auch mit zwei entsprechenden Behältnissen entsprechend auslitern und dann auf die richtige Literzahl kommen. Das war meine Grundidee dabei bei der Aufgabe. Ich wünsche eine schöne Pause.